Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Pokémon Y Online. Heute mit Klausi Mausi und mir, eurem Dengoku Senpai. Yay. Ich habe mein Schildkröten-Team mal wieder ausgepackt für diesen Fight. Und wie man schon sehen kann, Klaus nutzt einige Pokémon aus dem Competitive. Zum Beispiel Tanhel? Tanhel ist das nicht. Wie heißt das hier noch? Das Pflanze Steifi. Das wird auf jeden Fall oft benutzt. Dann diese Laterne. Die Laterne. Wie heißt die noch? Ah, der Kronleuchter. Ihr wisst schon was. Der wird oft benutzt. Dragoran wird oft benutzt. Oh, entschuldigt bitte. Und Scaraborn relativ oft. Na, der Geier aber auch. Also das sind alles Pokémon, die kennt man aus Online-Battles. Und wir werden mal sehen, wie ich mich dagegen schlage. Ich habe ja bis jetzt immer nur auf kleine Erfahrungen gesammelt. Und dieser Kampf soll ausschlaggebend dafür sein, wie effektiv ich mich noch weiterentwickeln werde. Also Leute, ich möchte nicht lange drum herum reden. Ich möchte auch nicht zu sehr langweilen mit irgendwelchen Facts, die ich hier zu bringen habe. Sondern wir wollen den Fight sehen gegen Klausi Mausi. Denn Goku vs. Klausi Mausi. Los geht's. It's Action angesagt, yeah, bitch. Klaus will mit dir kämpfen. Oh yeah. Ich starte wie immer mit Potrot, meinem kleinen Staller. Und er mit Dragoran. Oh oh, was kann ich da nur tun? Er benutzt erstmal Drachentanz, um sich zu boosten, was sehr, sehr kacke ist für mich. Denn er hat jetzt so gesehen Freirunden, um sich erstmal schön hochzuballern. Ich benutze mein Klebenetz so wie immer. Erstmal alle Pokémon langsamer machen vom Gegner, dachte ich mir. Das kann ja nicht schaden, das kann sogar helfen. Er benutzt noch einen Drachentanz. Jetzt bin ich aber ganz schön in einer misslichen Lage. Denn doppelt gesteigerter Angriff, doppelte Initiative. Ich benutze Toxin, er wehrt die Attacke ab. Richtig kacke für mich. Werden wir das nochmal überleben? Guckt euch das an, wie wenig er nur abgezogen hat mit zwei Drachentanz. Potrot ist so eine fucking Wall, ey, ohne Scheiß. Wisst ihr, wie ich das abgefeiert habe? Vor allem haben wir ihn jetzt verkrüppelt. Der hat nicht mehr genug Angriff, um uns überhaupt irgendwelchen Schaden zuzufügen. Jetzt kommt Rotom. Ich dachte mir auch, nö, da will ich höher nicht drin bleiben. Eine Hydropumpe könnte wehtun. Dachte mir, komm, gehst zu Turtok. Der ist nicht falsch an dieser Stelle. Vor allem, weil Rotom auch noch den Typ Geist hat. Und Typ Geist ist ja schlecht gegen Finsternis. Und da ich mein Turtok ja auf Sphären ausgelegt habe, Sphären, auf seine Wumme, sollte ich eigentlich ziemlich viel Damage machen mit Finsteraura. Boom! War ein Volltreffer. Aber ich habe mir gedacht, oh ne, jetzt Turtok opfern wäre jetzt richtig schwachsinnig. Deswegen habe ich jetzt seinen Donnerblitz predicted, indem ich Chaterra benutzt habe. So ist nämlich Donnerblitz ins Leere gegangen und wir haben eine Runde gewonnen für uns. Hier kommt Krifeldis, sein Vogel-Pac-Man. Und ich habe gedacht, oh komm, fluchst dich erstmal hoch. Ich habe letztens auch gegen einen Online-Battle gehabt, der hatte jemanden Potrot mit dabei. Und zwar ein besseres Potrot als meins, weil es die Fähigkeit hat mit Wechselwirkung, Umkehrung. Auf jeden Fall hat Hausbruch da mal eben Verteidigung und Spezialverteidigung hochgeballert. Alles andere runter, was sehr, sehr geil ist. Weil so hat die Fähigkeit mit, wer ist das nochmal? Kraftheiler. Nochmal, ist die nochmal effektiver einfach. So, hier haben wir nun Griffheldes gegen Karipas. Auf jeden Fall habe ich da verloren, weil er konnte mich ausstoren. Die ganze Zeit hatte ich keine Chance mehr gegen. So, er setzt Tentantel ein. Genau, Tentantel ist das, ja. Tentantel ist natürlich böse, verliert aber erstmal Initiative und wir haben erstmal die Zeit, einen Hausbruch zu benutzen. Sollte das Vieh allerdings eine Pflanzenattacke benutzen, mir richtig den Arsch gekniffen, denn unser Pokémon ist ein Pflanze Wasser und das könnte sehr, sehr wehtun. Wir benutzen Erdbeben, um erstmal ein bisschen Damage rauszuhauen, falls es überhaupt Damage kriegt. Und es kriegt verdammt wenig, weniger als die Hälfte, das heißt, ich habe da kaum eine Chance, wirklich durchzukommen. Na, die Paralyse ist natürlich jetzt richtig kacke. Ich habe gedacht, oh nö, unnötig jetzt ein Pokémon opfern wäre schwachsinnig. Deswegen tauschen wir lieber aus zu einem Pokémon, das sehr effektiv gegen das Vieh ist, sogar vierfach effektiv. Und der Egelsamen soll mich auch nicht stören. Kurtl ist so cool. Mit zusammengekniffenen Augen. Kurtl! Oh, vor allem KP ist bei den Schildkröten, bei meinem Schildkröten-Team sowieso heftig. So, außer bei Potrot, weil Potrot hat schlechte KP-Werte. Jetzt kommt Skelara, das Feuer-Pokémon. Er hat so aber meine Attacke predicted. Aber ich benutze gar keinen Flammensturm. Ich benutze lieber erstmal Runde Hausbruch.
Da hilft ja auch deine Feuer, dein Feuerdings nichts. Weil ich glaube, das wird Feuerfänger oder sowas, um den eigenen Angriff nochmal zu steigern. Egesam ist jetzt natürlich doof. Aber Spukball kam dann. Macht auch verdammt harten Damage. Matschbombe, habe ich gehofft, macht guten Schaden. Aber der hat ein so defensives Team. Kriegt aber die Vergiftung, was ich sehr geil fand. Ein kleiner Vorteil für mich. Reicht das jetzt aus, um Kurtel zu töten? Ja. Da reicht der Egelsamen, um unser Kurtel langsam zu Boden zu saugen. Down. Aber Skelabra ist vergiftet. Da kann man sich ja echt nicht beschweren, ne? Da kommt mein Karipass. Und er wechselt natürlich aus, weil er dagegen keine Chance hat. Und da kommt ja das ätzende Tentantel, wogegen ich keine Chance habe, so. Oh! Was soll ich dagegen nur tun? Da habe ich mir gedacht, fuck. Ich brauche mindestens 3 Hausbruch, um da wirklich effektiven Schaden reinzuknallen. Habe ich mir gedacht. Tja. Aber das ist mir wieder mal zu tricky. Deswegen gehe ich lieber raus. Auf Nummer sicher zu Bregaron. Denn Bregaron hat ja noch eine nette Attacke. Da kommen die bösen, bösen Tarnsteine. Das ist natürlich scheiße, weil jedes Pokémon von mir mit... Wie heißt das nochmal? Wie heißt denn das noch? Robustheit hätte jetzt keine Chance zu überleben. Ja, ich benutze den Steigerungshieb, um unseren Angriff erstmal zu erhöhen. Wir haben jetzt den Live-Orb drauf. Wir machen aber nicht genug Schaden, um das Vieh kaputt zu hauen. Benutzt Auflocker, macht damit seine Tarnsteine weg. Aber auch unser Klebenetz. War mir aber relativ egal, denn ich kann so Steinkante erstmal raufhauen. Bam, Bitch! Und weg ist es! So ist Krefeldes zu Grund und Boden gegangen. Was wird er nun tun? Gegen unser Bregaron. Da kommt Dragoran. Hat unser Bregaron auch eine Chance gegen Dragoran? Er benutzt erstmal Drachentanz, um sich ein bisschen zu boosten. Und ich glaube, ich benutze genau Steinkante. Ging natürlich daneben, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, denn wenn ich getroffen hätte, wäre das Vieh wahrscheinlich direkt instant tot gewesen, oder? Moment. Jetzt treffen wir. Nee, aber jetzt wäre es tot gewesen. Es wäre ein sicherer Two-Hit gewesen, aber nein. Ich musste ja verfehlen. Aber selber schuld. Wer solche Attacken spielt, muss damit rechnen, dass sie daneben gehen. Deswegen habe ich mich auch nicht so sehr drüber aufgeregt. Da kommt der Erdbeben. Der uns relativ weh tut. Nicht mal ein Kill gegen uns, obwohl er so geboostet ist. Aber dafür können wir es jetzt erledigen. Das hätte auch schneller gehen können, wenn wir es direkt getroffen hätten. Aber wie gesagt, ich brauche mich nicht beschweren, wenn ich die Attacke spiele. Jetzt kommt Skelabra. Das Feuer-Pokémon ist als erstes dran. Das fand ich sehr bitter. Aber wir haben auch das Klebenetz nicht mehr. Von daher kann man sich auch da nicht beschweren, denn auflockern. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das kommt. Aber das ist nur ein Honor Battle Zoo. Immer wieder kommen neue Überraschungen, die einen auf eine andere Ebene des Fights bringen. So, er wechselt natürlich wieder aus. Um meinen Karipass auszukontern. Wir sind natürlich erstmal paralysiert. Da muss ich auch noch dran arbeiten. Also nicht an der Paralyse, sondern eher an Karipass, dass ich ihn besser irgendwie in Gang kriege. Denn im Moment bringt er nicht so viel und seine Vierfachschwäche Pflanze ist natürlich sehr, 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 sehr bitter. Da kommt Rotom. Und ich benutze Fluch, um mich erstmal ein bisschen zu boosten. Oh yeah. Initiative geht zwar runter, aber dafür kriegen wir mehr Angriff und Verteidigung. Oh. Ah, da kommt das fucking Irrlicht. Ich hab gar... Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt sind wir nämlich minus 1. Und das heißt, dass Holzhammer, egal wie stark es ist, nicht mehr so eine Stärke hat. Nicht mehr so eine Power. Richtig scheiße. Aber auch hier sieht man Shelterra super viel KP für Level 50. Also richtig krass. Da kommt Scaraborn. Drecks-Pac-Man. Kampfkäfer. Er megert sich erstmal zu Mega Scaraborn. Scaraborn. Warp-Digitation zu... Mega Scaraborn. Da kommt die Nadelrakete. Da haben wir, okay.
Damit hat sich der Kampf auch schon erledigt, denn Megascarbon hatte die Fähigkeit, dass Attacken, wie Nadelrakete und sowas, immer fünfmal treffen. Das heißt, ihr könnt euch das Ende des Liedes schon erdenken. Vor allem, da wir auch nicht wirklich was gegen das Vieh haben. Hier, die spitzen Steine haben mir massiven Schaden zugefügt. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir sogar noch eine Runde überlebt mit Potrott und hätten einen Angriff machen können. Wir hätten das Vieh verkrüppeln können, dann hätten wir Erholung machen können. Hätte, Fahrradkette, ich weiß. Aber so sind eben die Tatsachen. Wir hätten noch eine gute Chance gehabt. Auch Mega Turtok bringt da leider gar nichts mehr, da... Oder? Naja, Aquavelle war wenigstens ein Versuch, es zu verwirren. Auch das hat nicht geholfen, wie ihr seht. Und tschüss, Mega Turtok. Das war's mit ihm. So geht er auf die Bretter. Zweimal getroffen, Turtok wurde besiegt. Und wir haben nur noch Karipas. Was kann ich da noch Großartiges tun? Außer mich von Stein... Wasserdüse, genau, das ist die Attacke. Wasserdüse. Hat aber auch nicht gereicht. Tja. Und das war's auch mit Karipas. Also man sieht, meine Schildkröten haben noch ein paar kleine Startschwierigkeiten. Mir fehlen aber auch noch die perfekten Items dafür. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, mit dem Team zu spielen, muss ich sagen. Es macht mir mehr Spaß, als jetzt mit so einem OP-Team. Mit, nur legendären Pokémon oder sowas zu spielen, sondern das ist einfach mein Hobby-Team mit meinem Lieblingsarchetyp. Und die werden auch noch besser. Verlasst euch drauf. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder mit, das heißt Let's Play Pokémon. Let's Play Pokémon Battles. Nee, Moment. Let's Battle Pokémon Y Online Battles. Haut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.